führen Sie hydraulische Berechnungen von Sprinkleranlagen mit IDAT Spreecard durch, auf Grundlage von Auxalia Revit Project Box Modellen. Nutzen Sie für die Berechnung Bauteile der Revit-Kategorien Rohr, Sprinkler und Rohrzubehör aus der Auxalia Revit Project Box zur Erstellung Ihres Sprinklermodells. Wählen Sie die zu berechnenden Rohrsysteme aus, korrigieren eventuelle Fehlmodellierungen, fügen Systemtypen hinzu. Definieren einen Einspeisepunkt. Analysieren anschließend das Netz. Und vergeben über die Listeneingabe an die Sprinkler die notwendigen Parameter wie Mindestdruck, Schutzfläche und Wasserbeaufschlagung. Die anschließende Berechnung mit IDAT Spreecard ermittelt den ungünstigsten Sprinkler. Lassen Sie sich diesen im BIM-Modell anzeigen. Definieren Sie die ungünstigste Wirkfläche und weisen den entsprechenden Sprinklern diese zu. Gleiches können Sie für die günstigste Wirkfläche vornehmen. In unserem Beispiel ist die ungünstigste die Wirkfläche 1, die günstigste die Wirkfläche 2. Führen Sie jetzt eine zweite Berechnung für die Wirkfläche 1 durch. Und erhalten die Berechnungsausgabe, über die Sie eine passende Pumpe bestimmen können. In der integrierten Pumpenliste, in der nur die in Frage kommenden Pumpen ausgewiesen werden, bestimmen Sie die zu verplanende Pumpe und finden Wasserrate und Pumpenreserve. Im Pumpenkennliniendiagramm wird die Pumpenkennlinie mit dem Schnittpunkt der hydraulischen Werte der Wirkfläche ausgewiesen. Übernehmen Sie die gewählte Pumpenkennlinie ins Projekt für nachfolgende Berechnungen. Präsentieren Sie die Berechnungsergebnisse in einer grafischen Darstellung nach Druckverlust, Fließgeschwindigkeit, DN-Werten und der Wirkfläche. Sämtliche Berechnungen und Ausgaben aus IDAT Spreecard sind VDS CA 4001, FM Global und NFPA-konform.